Ja, Freunde, willkommen zum dritten Spieltag. Germania Geißenberg gegen Bruch Pehl, Freunde. Und so sieht die Aufstellung aus des heutigen Spieltags. Wir mussten auf zwei Positionen verändern, wegen Urlaub, wegen Krankheit. Also ist eigentlich dieselbe Aufstellung wie letzte Woche. Nur X und Manu sind dazugekommen. Freunde, es geht los. In der 10. Minute haben wir gleich die erste Chance. André auf mich. Jetzt warte ich, weil keiner kommt. Spielt ihn mal in die Mitte auf Heiser und zack, erste Chance, erstes Tor. Und das Lustige ist daran, dass ich zu André gesagt habe letzte Woche im Training, ey André, wenn du die Chance hast, dann schick mich doch einfach mal. Und das hat er jetzt gemacht und dadurch haben wir direkt das erste Tor nach 10 Minuten gemacht. Und ich sag mal so, das hat sich nicht angebahnt, diese Chance, aber André hat den wirklich Weltklasse gespielt. Ja, Freunde, aber da fragt keiner mehr nach. So, nach 15 Minuten gab es ein wenig Geplänkel, ein wenig hin und her. Jetzt dreht Spinny einfach mal auf und spielt einen Weltklasseball auf Tim, der lässt wieder prallen. Und André, warum läuft er in dieser Situation nicht weiter? Schießt aus 40 Metern. Junge, Junge, Junge. So, jetzt mal die Chance für Geißenbeck. Langer Freistoß. Und da kann keiner irgendwie klären. Heiser versucht mit dem Kopf. Jetzt rücken wir mit der Abwehr einfach raus und lassen den Zehner komplett alleine stehen. Der macht das Weltklasse bis zur Ballannahme. Und dann Philipp. Wunderbar ist er im richtigen Eck. Freunde, es bleibt beim 1:0. Nach 37 Minuten haben wir die nächste Chance. Und das ist natürlich typisch Kreisklasse. Der Ball titscht irgendwie an die Hand. Der Spieler weiß nicht, was er machen soll. Ja, und das gibt einen Freistoß. Wie gesagt, das hatten wir letzte Woche mal auch. Da war so eine ähnliche Situation. Da gab es dann auch Handspiel. Also diese Regel mit Hand und Nicht-Hand, die ist so schwammig. Also da weiß man gar nicht, soll man pfeifen oder nicht. Im Endeffekt hat der Schiedsrichter gepfiffen. Und das heißt wie immer, dass es einen Freistoß gibt. Chrissy und André sind bei uns aus der Mannschaft dafür zuständig. Jetzt entscheidet Chrissy aber, nee, André, mach du es mit dem Linken. André läuft an und ja, etwas durch den Wind drüber gegangen. Es war sehr, sehr windig hier an dem Tag. Und Freunde, ihr seht schon, 41. Wir haben in der ersten Halbzeit nicht viel gebacken gekriegt. Jetzt nochmal eine Chance. Wieder André auf Chrissy. Der Chrissy hat die Chance und der schiebt den Ball daneben, Freunde. Da wirst du doch wahnsinnig. Mach das Ding rein und es steht 2:0. So, und 45. plus 2. Jetzt Tim allein aus Tor. Tim, ja, Tim. Den haben, da haben wir heute Spaß mit dem Tim. Der hat so ein oder andere Chancen hier gar nicht genutzt. So, das war aber auch die letzte Chance vor der ersten Halbzeit. Und wie ich eben schon mal gesagt habe, Freunde, wir haben in der ersten Halbzeit nicht viel gebacken gekriegt. Und der Schiedsrichter hat danach auch abgepfiffen. So, jetzt hört das gleich von den Zuschauern, dass wir mal das zweite nachlegen sollen. Fehlpass am Gegner. Chrissy nimmt sich den einfach und knallt das Ding rein. 2:0. Denn wenn du 1:0 führst, das ist ein richtig ekelhaftes Ergebnis. Da braucht der Gegner nur einmal nach vorne zu kommen und die Chance reinzumachen. Aber wieder ein Fehlpass vom Torwart in der 56. Ja, erst Chrissy und da ist Tim da. Tim mit dem Tor, aber ich sag's euch, Freunde, schaut euch das ganze Video an, denn der hat noch richtig viele Chancen vergeben heute. Da muss ich jetzt schon lachen, denn das ist echt zum Lachen, Timmy. Falls du das siehst, guter Mann. Jetzt nochmal die Chance in der 61. mit Heiser. Der nimmt mich hier mit. Dann was mache ich denn? Geh durch, spiel den Ball in die Mitte und dann Eigentor. Wahnsinn. Ja, ich sag mal so, ein halbes Tor für mich. Das war jetzt ja nicht gewollt. Dass der den da, also ich wollte ihn nicht aufs Tor schießen, sondern ich wollte ihn in die Mitte bringen. Also ich sag mal so, halbes Tor habe ich dadurch schon verdient. Jetzt wieder André. Ich kann den Ball aber nochmal zurückholen. André wieder. Der Junge spielt einfach Weltklasse. Ich weiß nicht, warum er in der Kreisliga C kickt. Jetzt ein schöner Ball auf Chrissy wieder. Chrissy kann 1 gegen 1, kann er einfach. Das hat er, da hat er es. Aber dann kommt da so ein Lümmelschuss raus. Den kann der Torwart easy parieren. Also es bleibt erstmal beim 4:0, jetzt in der 73. nehme ich ein bisschen Tempo auf. Ja, und dann bleibe ich wieder stehen, das ist typisch Pedale. Ja, jetzt Heiser. Und jetzt passt mal auf hier. André, geiler Ball auf Tim. Und der Tim, was macht der? Was macht der? Liegt quer. Und das war sowas von abseits. Warum macht er es nicht alleine? Und darauf folgende Freistoß, der durch das Abseits resultiert ist. Ja, der hat der Gegner unsere Füße gespielt und da ist das 5:0 durch entstanden. Das konnten wir jetzt nicht so sehen. Aber es geht weiter in der 78. Nochmal Tim. So, passt auf. Tim verliert hier den Ball.
Und die Zuschauer regen sich dann auch. Was ist denn los, Tim? Jetzt Steve, alter Weg, das ist Innenverteidiger. Jetzt schaut euch diesen Ball an. Geil gespielt. Und jetzt Tim. Tim, ich spiel. Tim ist da. Tim ist da. Was macht der Tim? Er tunnelt sich selber. Nochmal. Freunde, was musst du noch machen? Das ist doch Wahnsinn. Selbst in der Kreisliga C, Tim, Alter, was machst du denn da? Jetzt eine richtig kuriose Sache. Also zuvor habe ich den Ball, wollte ich den zum Philipp, unserem Torwart, köpfen. Der konnte den Ball aber nicht annehmen. Und dann gab es einen Freistoß irgendwie. Nee, ich habe den Ball zur Seite geklärt. So, passt auf. Der Schiedsrichter pfeift dann ab. Und der Elfer, ja, der beleidigt einfach den Schiedsrichter, Freunde. Ja, und da kann es nichts anderes geben als eine rote Karte in der 80. Minute. Ich verstehe es nicht, steht 5-0, da musst du sowas nicht machen. Und ich habe den Schiedsrichter gefragt, was ist da eigentlich passiert? Ja, er hat gesagt, fick deine Mutter. Alles klar, so, wieder die Chance. Heiser, was machst du? Leg den noch einfach flach quer. Ja, und dann schießt der Gegner den einfach weg. Und da sieht man schon, keine Moral mehr gehabt nach dem 5. Und Chrissy nimmt sich den Ball und er zack, tunnelt er den Gegner. Der Junge hat's auch drauf und schießt, rutscht dabei aus und der Ball landet im Winkel. 6-0 für Bruchspiel. Also, das ist jetzt sowas von verdient. Freunde, wir hatten so viele Chancen. Wenn ich die alle zeigen würde, dann würde das Video 30 Minuten lang gehen. Jetzt nochmal ich auf André. Der hätte es auch verdient, heute nochmal ein Tor zu schießen. Und seine Chance ist jetzt gekommen. Nein, was macht er denn? Der Junge hat auch so viele Chancen wieder vergeben jetzt. Heiser, mal aus einer anderen Perspektive mit der GoPro, nimmt sich wieder den Ball, geht hier wieder durch. Der Junge, der hat eine Pferdelunge, spielt auf André, der zieht einfach mal ab. Und das 7. Tor in der 87. Minute. Freunde, 7-0 wieder. Also, das war ein richtig geiler Sonntag. Aber wir haben hier noch eins für euch in der 90. Heiser wieder mit einer Weltklasse-Leistung hier am Sonntag. Jetzt ist es Olli, der den Ball auf André spielt und André, zack, wieder auf Olli. Und was überlegt der denn, der Olli? Die linke Seite ist sowas von frei. Der Torwart steht doch schon am zweiten Pfosten und der überlegt noch, wo schieße ich hin. Hat 10 Meter freie Bahn, kann den Ball dann noch reinschieben. Freunde, ja, das 8. Tor in der 90. Es sind alle glücklich, die Zuschauer, die Spieler und vor allem der Trainer. Nach einer ersten Halbzeit, die wirklich nicht, ja, so gut war, wie wir uns das eigentlich vorgestellt haben. Der Schiedsrichter pfeift noch einmal an, hat dann Erbarmen mit Geißenbeck und das Spiel pfeift er gleich auch ab, Freunde. Denn da passiert eigentlich gar nichts mehr. Ich frage den Schiedsrichter dann noch, ja, wie lange haben wir noch? Er sagt 20 Sekunden, anstatt das Spiel nach 8-0 einfach abzupfeifen. Da habe ich auch manchmal einfach kein Verständnis für. So, jetzt hat er Erbarmen, pfeift das Ding ab und Bruchspiel gewinnt damit 8-0, meine Damen und Herren. Das heißt, 3 Spiele gespielt, 3 gewonnen. Also das ist doch echt Wahnsinn. Und wir sind wieder mal auf einem guten Weg nach oben. So, das nächste Spiel wird dann direkt der Kracher am 4. Spieltag. Geht's gegen Redstars Mönchengladbach. Und das bedeutet Bruchspiel auf Platz 1 gegen Redstars auf Platz 2. Und das wird ein kleines Ausrufezeichen, wenn wir das gewinnen. Dann gehen wir mit dem 4. Sieg, ja, weiter in die Saison rein. Ich freue mich einfach. Wir haben eine geile Truppe diese Saison. Da ist der Zusammenhalt einfach da. Trainer, Spieler, Fans. Das passt einfach diese Saison. Freunde und ihr natürlich in der Community. Es macht einfach riesig Spaß, diese Videos zu machen. Ich bedanke mich jetzt schon mal für die ganzen Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Das war's von mir. Das war's von meiner Mannschaft. Vielen, vielen Dank. Euer Peterle. Und bis zur nächsten Woche, wenn es heißt Spieltag Nummer 4 ist in den Startlöchern. Bis dann, haut rein. Euer Peterle und Tschaußen.